Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Sie haben mir gezeigt, wer ich bin. Ich werde nach Hause finden, das verspreche ich. Los jetzt! Wo ist Gregor? Wo ist Gregor? Er tut, was jeder Soldat tun würde. Er opfert sich selbst, um die Leben der anderen zu retten. Immer an dich erinnern, Captain Gregor. Und wir werden der Republik von deinen Heldentaten berichten. Und wir alle warten auf deine Rückkehr. Wir kennen doch alle diese epische Szene aus The Clone Wars. Und zumindest ich war sehr überrascht, als ich Gregor dann in der zweiten Staffel von Star Wars Rebels wieder zu Gesicht bekam. Aber wie konnte er so eine Explosion überleben? Klonkommando Gregor wurde wie all die anderen Klone auf Kamino gezüchtet. In der Schlacht von Sarish, der verheerendsten Niederlage der Republik, wurde er jedoch als im Kampf vermisst gemeldet und für tot gehalten. Irgendwie landete er jedoch auf dem Planeten Abafa und wurde dann von dem D-Squad entdeckt. Die schreckliche Niederlage am Schlachtfeld sowie die schwere Zeit danach nagten an Gregors geistiger Gesundheit und riefen auch eine Amnesie hervor. Colonel Gascon und seine Droiden halfen ihm jedoch, wieder sein Gedächtnis zurückzuerlangen. Wir wissen dann auch noch, dass er angeblich sein Leben opferte, um dem D-Squad die Flucht zu ermöglichen. Aber später chillt er dann mit Rex und Wolf auf Silos. Wie hat er diese gewaltige Explosion nur überlebt? Das Geheimnis dabei liegt in seiner Klonkommandorüstung, in seiner Katan-Klasse-Kommandorüstung, um genau zu sein. Wie man es am Aussehen schon erkennen kann, handelt es sich hier um keine normale Klonrüstung. Sie ist speziell nur für die Kommandos angefertigt worden und kann am Schwarzmarkt schon bis zu 100.000 Credits kosten. Das Besondere an dieser Rüstung sind die Energieschilde, welche sie so gut wie immun gegen Blasterschüsse macht. Außerdem war sie mit einer Bakterinjektion ausgestattet, welche den Träger der Rüstung innerhalb von Sekunden heilen konnte. Aber kann diese Rüstung so eine gewaltige Explosion unschädlich machen? Ich denke schon, aber man muss dafür auch seinen Preis zahlen. Denn ist euch aufgefallen, dass Gregor in Rebels der einzige der drei Klone ist, welcher keine Rüstung trägt? Für mich ist das ein Hinweis darauf, dass seine Rüstung bei der Explosion zerstört wurde und er dadurch überlebte. Kanonisch ist dies nicht bestätigt, ich finde jedoch, dass die Merkmale für sich sprechen. Ihr könnt ja mal rechts oben in der Infokarte abstimmen, ob ihr denkt, dass er dadurch überlebt hat oder ob es möglicherweise irgendeinen anderen Grund gibt. Wenn ihr so einen wisst, dann schreibt mir doch in die Kommentare. Dann wird er wahrscheinlich irgendwie wieder zur Republik und auch zu Rex gestoßen sein, was sicherlich kein einfacher Weg war und auch ein weiterer Grund, warum er in Rebels so geistig verrückt wirkt. Jedoch war's das schon mit dem Video. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie Echo überlebte oder ihr vielleicht mehr über Gregor erfahren wollt, dann schaut doch einfach mal in die Infokarte oder in die Beschreibung. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen und wenn ihr meinen Content allgemein cool findet, könnt ihr meinen Channel auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zusehen und möge die Macht mit euch sein.